Hallo zusammen, hier ist Larek und ich erzähle euch heute etwas über blaue, gelbe, rote und schwarze Zonen in Albion Online. Wie immer findet ihr direkt Links zu den einzelnen Kapiteln unten in der Videobeschreibung. Da findet ihr auch Links zu den anderen Guide-Videos, die ich für Albion so gemacht habe. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Fangen wir also mit der blauen Zone an. Die blaue Zone ist eigentlich die Zone, wo ihr eure Reise begonnen habt. Das ist dann jetzt am Beispiel mal der Wald des Waldgebietes. Das lässt sich, was ich jetzt erzähle, aber auf alle anderen Gebiete auch übertragen. Hier habt ihr eben wahrscheinlich in Forest Cross eure Reise nach dem Tutorial begonnen. Und die blaue Zone zieht sich dann erstmal bis ungefähr bis zur royalen Stadt Lymhurst hin. Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen. Die blaue Zone zieht sich von Stufe 2 im niedrigsten Fall bis Stufe 4 im höchsten Fall hin. In den Zonen selber sind so ein paar Solo-Dungeons, hier so ein paar Händler, glaube ich, noch. Es gibt Rohstoffe, je nach Biom, in dem ihr seid, eben die entsprechenden Rohstoffe, auch von Stufe 2 bis Stufe 4. Auf Stufe 4 kommen dann die ersten Glitzerraten ins Spiel, also quasi verzauberte Rohstoffe hier mit 8%, aber noch ein recht niedriger Wert. Das Besondere an der blauen Zone ist dann im Grunde genommen eigentlich nur noch, dass ihr dass es kein PvP gibt. Ihr könnt also nicht getötet werden. Ihr seid absolut sicher. Wenn hier unten rechts unter der Minimap mal schaut, ist hier so eine Zahl, 136 oder 138 jetzt hier in meinem Fall. Das ist die Anzahl der Spieler, die mit euch hier in dieser Region unterwegs sind. Wenn ich sage, ihr könnt nicht getötet werden, dann stimmt das, solange ihr nicht einer Fraktion beitretet. Also beispielsweise in diesem Fall hier Lymhurst oder welcher auch immer, wenn ihr der beigetreten seid, der Fraktion, dazu später mehr, könnt ihr auch hier in der blauen Zone getötet werden. Solange ihr das aber nicht tut, seid ihr in der blauen Zone absolut sicher. Kommen wir zu den gelben Gebieten. Von den gelben Gebieten gibt es eigentlich gar nicht so viele. Es ist eigentlich nur eine Handvoll. Hier im Waldbiom um Lymhurst herum sind es nur drei. Wenn man hier jetzt mal Richtung Bridgewatch ins Steppenbiom geht, dann ich sehe jetzt erstmal hier nur zwei, nämlich hier und da. Und wenn man hier in Richtung Martlock geht, sind es ja auch nur zwei jetzt auf den ersten Blick und so weiter. Es sind also insgesamt weniger Zonen. Es ist auch so ein bisschen vom Regelwerk ein bisschen eine Hybridzone, sage ich mal. Hier ist PvP zum ersten Mal tatsächlich möglich, wie man hier schon sieht. Das ist ein gefleckter Spieler, der hier gerade umgehauen wurde von blauen Spielern. Aber man kann nicht getötet werden. Also wie man hier sieht, der rot gefleckte Spieler, das trifft sich ganz gut fürs Video, der ist gerade hier umgehauen worden von Spielern, aber der kniet jetzt nur da. Und wenn einem das passiert, dass man im PvP hier quasi umgehauen wird, so nenne ich es mal, dann kniet man für 3 Minuten da. Man verliert sein Equipment nicht, aber wenn man Ressourcen gesammelt hat, und der Kollege sieht hier so ein bisschen so aus, als hätte er Ressourcen gesammelt, dann verliert man davon 10%. Diese 10% werden aber nicht etwa gedroppt und können dann von jemandem eingesammelt werden. Nein, die sind einfach weg, diese 10%. Hier unten die Zahl unter der Minimap, diese 8 jetzt hier, ist jetzt nicht mehr etwa die Zahl der Spieler, die hier rumlaufen, sondern tatsächlich die Zahl, jetzt sind es 10, der gefleckten, der rot gefleckten Spieler. Das bedeutet aber nicht unbedingt, dass die Leute wirklich PvP gefleckt sind. Es kann auch einfach sein, trivialerweise, dass die Leute hier entweder dem Hellgate zu nahe gekommen sind, denn da ist ein roter Kreis drum. Wenn man da reinreitet, das kann ich auch eben kurz zeigen, dann fleckt man sich automatisch. Also Vorsicht, wenn man da durchreitet, kann man dann auch angegriffen werden, wenn andere Spieler da drin sind. Und das gleiche gilt hier oben für das Territorium natürlich auch hier oben. Das Ganze, die gelben Zonen, kann man eigentlich so ein bisschen auch als Übungszone verstehen, was PvP angeht. Ich kann hier also relativ risikolos PvP machen. Hier oben wird wieder getötet. Das ist aber Faction Warfare, was sie da machen. Aber ansonsten ist das Ganze eigentlich, wenn ich nicht fraktionsgefleckt bin, immer noch relativ harmlos, was hier abgeht an PvP-Aktionen. Was die gelben Zonen aber trotzdem interessant macht, sind letztendlich die Glitzerraten, die hier mit 19% schon wesentlich höher sind als gerade in der blauen Zone. Hier kann man also sehr gut T4 und T5 Ressourcen schon mal farmen, ohne dass man sich wirklich in Gefahr begibt, ich sag mal 10% der Ressourcen eventuell zu verlieren, wenn man von gefleckten Spielern getötet wird. Ist natürlich schmerzhaft, aber nicht so schmerzhaft, als wenn
alles weg ist. Das einzige Besondere, was man jetzt noch zu den gelben Zonen eigentlich, er liegt immer noch hier oder steht, kniet immer noch hier. Das einzige Besondere, was man jetzt noch sagen kann zu den gelben Zonen, ist, dass hier um Lymhurst im Waldbiom eine kleine Besonderheit noch ist, und zwar der World Boss Inismon. Ein sehr, sehr schwerer Boss, den man nur mit einer großen Gruppe machen kann. Einerseits, weil er halt schwer ist, andererseits, weil auch viele, viele andere Spieler den umbringen wollen oder die umbringen wollen und deswegen da regelmäßig irgendwelche Zerg-Action abgeht. Das ist der einzige der World-Bosse, die in dem gelben Bereich, in der gelben Zone steht. Man kann die World-Bosse hier an diesen Symbolen erkennen. Hier ist noch so ein Symbol. Das ist hier der Kollege in Kamlan. Das ist aber schon eine rote Zone, T7. Und hier unten ist noch ein Kollege, das ist hier in Astolat, in einem T6-Gebiet, auch eine rote Zone. Die gelbe Zone, das sind eigentlich alles T5-Gebiete. Kennt man eigentlich alle. Da gibt es nichts zu sagen. Das heißt aber nicht, nur weil es ein T5-Gebiet ist, dass es automatisch eine gelbe Zone ist. Denn wie man hier sieht, gibt es auch rote T5-Gebiete. Und zu denen kommen wir jetzt. Vorher aber noch ein letzter Hinweis zu den blauen und gelben Zonen. Wenn ich in einer Fraktion bin, also einer Fraktion in einer der Städte beigetreten bin und treffe auf Spieler einer anderen Fraktion, dann bin ich für die geflaggt und andersrum und kann angegriffen werden und andersrum. Das bedeutet, dass ich auch tatsächlich sterben kann, und wenn ich sterbe im Fraktionskrieg, kann ich auch voll gelootet werden, völlig egal in welcher Zone ich mich befinde. Also wichtig, auch in einer blauen und in einer gelben Zone kann ich sterben und voll gelootet werden, wenn ich von der feindlichen Fraktion getötet werde. So, kommen wir zu den roten Zonen. Ich verlasse jetzt hier U-Boot und gehe rüber nach Willowwood. Die erste oder eine der ersten roten Zonen, die man geraten kann, wenn man von Lymhurst aus startet. Hier ist PvP schon tödlicher. Man muss sich immer noch flaggen, wenn man PvP betreiben will. Wer das noch nie gemacht hat, man muss hier oben auf das Schild drücken, dann fängt man an, sich zu flaggen. Wenn der Balken durchgelaufen ist, ist man ja rot geflaggt und kann andere Spieler angreifen. Kann aber auch von anderen Spielern angegriffen werden. Das lasse ich jetzt mal, weil ich es nicht vorhabe hier fürs Video. Diese Zahl hier unten unter der Minimap ist dementsprechend auch wieder die Zahl der gefleckten Spieler, nicht der Spieler, die hier insgesamt rumlaufen. Von den roten Zonen gibt es natürlich wesentlich mehr. Die gehen auf Tier 5, wie gerade schon gesagt, los, bis all den Weg hoch, bis nach T7 hier auf dem royalen Kontinent. Und was die roten Zonen so interessant macht, sind die wahnsinnig guten Glitzerraten hier auf T5-Ressourcen, hier mit 40% unten in der Tabelle zu sehen. Hier kann man also wirklich, wirklich richtig gut T4 und T5-Ressourcen farmen. Das stimmt aber nur, oder das trifft aber nur auf die T5-Gebiete zu. Wenn ich jetzt auf Richtung T6 rote Zone gehe, dann sinkt die Glitzerrate wieder dramatisch mit 5% hier oben. Da lohnt es sich wiederum nicht, da irgendwas zu sammeln. Dafür spawnen noch jetzt die T6-Ressourcen auch schon in diesem Gebiet beispielsweise. Die kann ich aber dann wesentlich besser, wenn ich die auf die Glitzerraten bestehen will, in der Black Zone sammeln. Das Besondere hier ist noch, ich muss mich wie gesagt erstmal flaggen, bevor ich im PvP Spieler angreifen kann. Ich selber kann aber angegriffen werden durch rot gefleckte Spieler, egal ob ich mich selbst gefleckt habe oder nicht. Es gibt auch hier natürlich um das Territorium beispielsweise hier auf der Karte herum wieder so einen orangenen Kreis. Wenn ich da reinlaufe, werde ich automatisch gefleckt. Das ist einfach deswegen, damit die Leute, denen das Territorium gehört, das auch verteidigen können gegen andere Spieler. Und dann kann ich eben auch voll gelootet werden. Ich wiederhole das lieber nochmal: in der roten Zone, wenn ich im PvP umgehauen werde, bin ich tot und kann voll gelootet werden. Genau wie in der Black Zone später. Ansonsten kann man hier, habe ich ja gerade schon die beiden Weltbosse gezeigt, die es in den roten Zonen gibt. Das Besondere ist bei diesen Weltbossen auch, dass die auch von so einem Kreis oder die Dungeons, in dem die sich befinden, auch von so einem orangenen Kreis umgeben sind und ich automatisch gefleckt bin, wenn ich da reinlaufe. Ich kann also diese Bosse, diese beiden Bosse in Kamlan und Astolat, kann ich nur machen. Ich zeige jetzt noch mal ein Beispiel von Astolat vielleicht kurz. Kann ich nur machen, wenn ich tatsächlich gefleckt bin, weil hier irgendwo, wenn ich so mit dem Mauszeiger so drumherum fahre, da ist so ein ja, gefleckter Bereich. Wenn ich da reingehe, bin ich gefleckt und der Boss spawnt dann hier in der Mitte irgendwo, sodass ich da auch immer in Gefahr mich begebe, getötet zu werden.
Ja, wichtig ist noch zu wissen, wenn ich quasi von den äußeren Städten, beispielsweise von Lymhurst nach Caerleon möchte, Caerleon ja als zentrale Stadt hier in Albion, und wenn ich dahin möchte, von Lymhurst oder von Fort Stirling, egal wovon ich komme, woher ich komme, ich muss mindestens durch eine rote Zone durchreiten, um dahin zu kommen, bin also immer in Gefahr, da getötet zu werden. Besonderer Augenmerk würde ich jetzt noch mal kurz auf eine Sache legen hier, zwischen Fort Stirling und Caerleon beispielsweise, da bleiben wir mal im Waldbiom, um das mal ein bisschen näher zu betrachten. Hier zwischen Lymhurst und Caerleon gehe ich ja erst nach Yewood hier oben und dann wäre der direkte Weg nach Mirkwield. Hier zwischen seht ihr eine gestrichelte Linie. Das ist ein Tunnel, durch den ihr reitet. Dieser Tunnel ist eine Zwischenzone, das ist hier gar nicht weiter eingezeichnet, wird nur durch diese gestrichelte Linie angedeutet. Und dieser Tunnel ist auch schon eine rote Zone. Wenn ihr also mal hier seid, das ist nur so ein kleiner Tipp, und durch diesen Tunnel wollt, dann achtet drauf, ob hier am Tunneleingang hier oben ist der, ob da rote Spieler vorstehen, denn dann kann es sein, dass ihr nämlich am Scouten sind für eine Genka-Truppe, die da drinnen auf euch lauert. Ich habe es selbst oft genug gemacht, also von daher achtet da ein bisschen auf euch. Es gibt ja gerade für Neulinge nichts Ärgerliches, wenn sie, als wenn sie da irgendwelche Rohstoffe und was sie alles gesammelt haben, verlieren auf dem Weg nach Caerleon. Ja, das ist eigentlich die rote Zone. Besonderheit sind eben, wie gesagt, die Glitzerraten. Eine Sache, die ich vielleicht gerade schon hätte erwähnen können, es gibt in den roten Zonen schon die ersten spezialisierten ja, Rohstoffvorkommen, sagen wir mal. Beispielsweise haben wir hier in Rose Corps ist es gar nicht. Hier beispielsweise nebenan in Deadwain Gully, da haben wir hier angedeutet auf der Karte hier so ein Nashorn und ein Strauß. Und hier auf der Minimap ist hier so ein Ledersymbol. Hier tummeln sich ganz besonders viele Viecher, die halt Leder droppen. Und so gibt es diese Geschichten auch in anderen Biomen. Nicht nur in der Steppe, so gibt es Leder-Hotspots, sondern so gibt es eben hier irgendwo im Waldbiom gibt es eben auch dementsprechende Baum-Hotspots. Wo die jetzt gerade sind, weiß ich auswendig nicht, müsst ihr selber mal gucken, aber die werden dann auf der Karte auch immer dargestellt. Wenn ihr selber in der roten Zone gerne PvP machen wollt, euch also flaggt und ja, andere Spieler angreift, könnt ihr das tun. Ihr müsst allerdings so ein bisschen auf euren Ruf achten. Denn jeden blauen Spieler, den ihr oder jeder blaue Spieler, der von euch getötet wird, kostet euch Rufpunkte, die könnt ihr nachschauen, wenn ihr hier euer Porträt anklickt und hier oben auf Werte klickt. Bei mir heißt es Stats, weil ich jetzt den englischen Client gerade dran habe. Dann habt ihr hier unter eurem Namen so einen Button, den ihr drücken könnt und da könnt ihr euren derzeitigen Ruf erstmal ablesen und auch sehen, was es bedeutet. Wenn ihr also vom Ruf her in die negativen Punkte rutscht, und das kann schon mal schnell gehen. Ihr könnt auch, wenn ihr je nachdem, was für Spieler ihr tötet, könnt ihr dabei mehrere tausend Rufpunkte verlieren, Reputationspunkte verlieren. Da ist dann kann man relativ schnell in Bereiche kommen, in denen man dann gar nicht mehr in blaue Zonen reinkommt. Und wenn man nicht mehr in blaue Zonen reinkommt, dann kommt man natürlich logischerweise auch nicht mehr in die äußeren Städte rein. Das heißt, wenn ihr euch euren Ruf so heruntergegankt habt, sage ich mal, dass ihr nicht mehr in blaue Zonen kommt, kommt ihr auch nicht mehr beispielsweise nach Lymhurst rein. Ihr müsst also so ein bisschen auf euren Ruf achten, wenn ihr gerne in der Red Zone ganken wollt. Wenn es andersrum ist und ihr werdet gerade gegankt und ihr wollt nicht kämpfen, dann seht zu, dass ihr ja, versucht zu entkommen, am besten natürlich auf dem Mount und rennt Richtung Ausgang der Zone. Denn am Ausgang, wenn ihr da durchzont hier, dann bekommt ihr erstmal ein Schild auf der anderen Seite und wenn ihr dann in der gelben Zone seid, könnt ihr ohne nicht mehr angegriffen werden. Wichtig ist allerdings, wenn ihr weglauft und in die Nähe des Ausgangs kommt, achtet darauf, keine offensiven Fähigkeiten einzusetzen gegen eure Verfolger, denn sobald ihr das tut, seid ihr im Kampf und wenn ihr so auf diese Art und Weise im Kampf seid, könnt ihr für ein paar Sekunden lang die Portalzone gar nicht benutzen. Ihr könnt die Zone also nicht verlassen. Das ist eigentlich das, was die Ganker auch versuchen zu provozieren. Wenn sie euch jagen und verfolgen, werden sie versuchen, euch dazu zu provozieren, offensive Fähigkeiten einzusetzen. Das ist manchmal auf den ersten Blick gar nicht so ersichtlich, was so als offensiv gilt, aber auch ein Stun beispielsweise oder so ist schon eine offensive Fähigkeit. Achtet darauf, die nicht einzusetzen, wenn ihr in der Nähe des Ausgangs seid und eine Chance seht, da durchzukommen, denn wie gesagt, wenn ihr im Kampf seid, könnt ihr die Zone
nicht verlassen für ein paar Sekunden und die können entscheidend sein. Damit kommen wir zur Black Zone, die schwarze Zone, also die ganze, der ganze Bereich nördlich des royalen Kontinentes, ist mit dem letzten Update erweitert worden, und zwar fast verdoppelt worden, hier zumindest die mittleren Bereiche so angeht. Die allererste Frage, die sich euch vielleicht stellt, wie komme ich denn überhaupt dahin, lässt sich einfach beantworten. Mittlerweile ist es so, früher war es so, bis vor ein paar Wochen war es noch, dass man nur von Kalion aus in die Black Zone kam. Deswegen war Kalion auch die unangefochtene Hauptstadt des Spiels. Das ist jetzt nicht mehr so. Mittlerweile wurden die Zugänge verlegt. In Kalion kann man immer noch in die Black Zone, aber nur in den rechten Bereich. Man kann hier sehen, dass da ein Kalion so rot markiert ist, hier mit so einer Säule, und die Eingänge hier in die Black Zone rechts sind auch rot markiert. Daher kann man von Kalion aus nur in diesen rechten Bereich reinkommen. Ich reite mal kurz, um das zu verdeutlichen, hier zum Portal von Lymhurst. Das ist ein grünes Portal, und wenn ich hier draufklicke, kann ich dementsprechend auch nur die grünen Portale auswählen, wo ich hinkomme. Hier sieht man es auch nochmal, hier in der Mitte ist Kalion rot markiert als Punkt, und diese Portale sind eben auch rot, das heißt, von Kalion aus kann ich nur da hinkommen. Von Fort Stirling hier durch dieses weiße Pünktchen dargestellt, kann ich nur in diese Bereiche kommen. Lymhurst habe ich gerade schon gezeigt, und so zieht sich das nach links weiter. Black Zone ist völlig freies. Ich drücke mal die falsche Taste, drücke mal M, wenn ich auf die große Karte will. Also wundert euch nicht, warum das so aufpoppt. Black Zone ist im Grunde genommen, ja, wie gesagt, die größte Zone und völlig freies PvP. Das heißt, wenn ich in die Black Zone gehe, habe ich unter meiner Minimap gar keine Anzeige mehr. Jetzt bin ich hier in Lymhurst. Ich kann ja mal eben in die Black Zone wechseln, dann seht ihr das auch. Habe ich unter der Karte hier gar keine Anzeige mehr. Ich kann also nicht sehen, wie viele Spieler in der Zone gerade sind. Dafür könnt ihr davon ausgehen, dass euch jeder Spieler Böses will. Wirklich ausnahmslos jeder Spieler. Ihr habt keine Freunde in der Black Zone, es sei denn, es sind die eigenen Gildenmitglieder oder Mitglieder der eigenen Allianz. Die Chose funktioniert eben so, wie ihr gerade gesehen habt. Ich zone da rein über dieses Tor. Diese Tore gibt es, wie gesagt, in jeder Stadt mittlerweile. Über die Black Zone muss man noch wissen, dass hier rechts der Mercia-Bereich der Bereich ist mit den hochstufigsten Gebieten. Das geht hier bis T8 hoch. Dementsprechend sind das auch die einzigen Gebiete, wo man T8 Rohstoffe vernünftig sammeln kann. Und je weiter man hier nach Westen geht, hier sind die Fort Stirling Tore, desto niedriger werden die Zonen. Wissen sollte man aber darüber trotzdem, dass die Ressourcenverteilung jetzt nicht mehr ganz so strikt an die Stufe des Gebietes angelehnt sind, wie das aus den vorherigen Bereichen war. Wir haben gerade gesehen, in der Yellow Zone und der Black Zone, die T5 Gebiete, da gab es keine Stufe 6 Ressourcen. Das hier, Juniper Wood als Beispiel, ist ein T5 Gebiet, wie man gerade sehen konnte. Hier T5, und trotzdem gibt es hier T6 Ressourcen mit einer Glitzerrate von 6,1-12%. Wenn man also T6 Ressourcen sammeln möchte mit einer vernünftigen Glitzerrate, dann kann man das nur in der Black Zone tun. Und wenn ich jetzt, und das wollte ich gerade noch weiter erzählen, wenn ich jetzt immer weiter nach Westen gehe, desto niedriger werden die Stufen der Zonen hier, bis Stufe 3 kommt, was die niedrigste Stufe in der Black Zone ist. Aber auch hier in dem Stufe 3 Gebiet, beispielsweise Dundorn, habe ich auch trotzdem noch Stufe 6 Ressourcen mit einer Glitzerrate in diesem Fall von 8% nur noch, also ein bisschen weniger. Die Black Zone ist hart umkämpft. Hier kämpfen die Gilden auch um Territorien. Das tun in der roten Zone auch, aber das Interesse an der Black Zone ist bei den größeren Gilden und Allianzen auf jeden Fall ein bisschen höher. Es gibt hier Dungeons, genau wie in den gelben und roten Zonen gibt es hier die Dungeons, nur dass eben auch in den Dungeons jeder Spieler automatisch immer stets und ständig gefleckt ist und die Gefahr natürlich im PvP verwickelt zu werden natürlich ungleich höher ist.
Wichtig zu wissen ist auch noch, ich hatte ja gerade schon dargestellt, dass die Städte mittlerweile eigene, also auch die außenliegende Städte mittlerweile eigene Tore in die Black Zone haben. Ich kann diese Tore nicht einfach so wechseln. Das heißt, wenn ich jetzt hier in Lymhurst in dieses grüne Tor gehe und einmal da durchgehe, da bin ich an dieses Tor gebunden, so lange bis ich, und jetzt wird es etwas kompliziert, so lange bis ich aus der Black Zone heraus durch ein anderes Tor in eine andere Stadt zurückkehre. Also wenn ich jetzt hier reite und ich sag mal, ich zeige das vielleicht kurz, nach Fort Stirling mich teleportiere, was ich mal eben mache, um das einfach mal zu zeigen, wo haben wir es da, Fort Stirling, dann kann ich das Tor, was es hier eben auch gibt, gleich nicht benutzen. Ich kann also nicht von hier aus in die weiße in die Tore, in die weißen Tore der Black Zone reingehen. Wenn ich hier hingehe, sagt er mir, nix da, du kannst hier nicht reingehen. Klick und hier kommt die Meldung, nein, du kannst nur das Portal in Lymhurst benutzen. Wenn ich jetzt also wechseln wollen würde und sagen würde, nee, ich will aber jetzt künftig hier in Fort Stirling beheimatet sein, von hier aus in die Black Zone gehen, dann müsste ich in Lymhurst in ein grünes Portal gehen und von dort aus dann den ganzen Weg rüber zu einem weißen Portal rennen und hoffen, dass ich überlebe. Das wäre also hier in Hot Shadow Plain, könnte ich reingehen von Lymhurst aus und dann über Pithouse Hill, Grisdale, Urgefront Hill bis nach Coober Tor reiten und da wieder rausgehen und hoffen, dass ich zwischendurch nicht getötet werde. Ich betone das deswegen, mir ist letztens auch passiert, 5 Meter vor dem Ausgang, wo ich hin wollte, wurde ich gegankt und dann war die ganze Reise umsonst. Also da solltet ihr gut aufpassen, wo, an welche Stadt ihr euch bindet. Am besten klärt ihr das vielleicht auch mit der Gilde, in der ihr seid oder sein wollt, wo ist die beheimatet, in welches Tor macht da Sinn, oder an welches Tor macht es Sinn, sich dahingehend zu binden. Dass diese Rumreiterei, nur um sich neu zu binden, ein bisschen lästig sein kann, hat der Entwickler aber auch erkannt und mit dem letzten Patch hat er die Möglichkeit eingebaut, sich alle 30 Tage lang von einer Bindung zu befreien, beziehungsweise eine neue Bindung am Tor einzugehen. Das habe ich ja vor einem Tag gemacht, deswegen ist bei mir noch ein bisschen Cooldown von 29 Tagen. Ich hatte dann keine Lust nochmal zu versuchen, hier von Fort Stirling rüber zu rennen nach Lymhurst in meinem Fall und ich habe das dann einfach hier automatisch gemacht und war zufrieden. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, naja, warum soll ich in die Black Zone gehen, wenn ich noch kein T6 abbauen kann, also T6 Rohstoffe abbauen kann? Die Antwort ist einfach, denn die Mobs, die ihr hier töten könnt, hier am Beispiel T5 Bär, die geben wesentlich mehr Fame, als die gleichen Mobs es in der Red oder Yellow Zone tun. Das liegt daran, dass die Zonen gelb, rot und schwarz je nach Höhe im Grunde genommen einen Fame-Bonus geben und nicht nur einen Fame-Bonus, sondern einen Silber-Bonus. Ich zeige das jetzt mal hier an den Bären. Oh, will ich gestunt werden? Ha, zu spät, bin gestunt worden. Ich zeige das jetzt mal hier an den Bären. Wenn ich den jetzt gerade umbringe, sieht man hier, ich habe 367 Fame bekommen. Das steht ja auch hier unten im Combo-Chat nochmal. Davon waren 262 in Black Zone-Bonus. Und so ganz ähnlich ist es auch, wenn ich hier die Kollegin mal eben umhaue. Dann sieht man das auch erstmal beim Fame natürlich auch und auch beim Silber, was ich gleich einsammeln werde. Da sieht man ebenfalls hier 100, ne, das ist noch, doch, das war schon das Silber 133, davon 84 Bonus durch die Black Zone. Damit ihr da nicht nur meinem Wort vertrauen müsst, bin ich jetzt mal eben in die Red Zone gewechselt. Mach mal eben hier diese Bären kaputt und dann werden wir gleich sehen, dass sich die Fame-Zahlen hier dementsprechend etwas geringer sind, die ich hier bekomme. Zack, hier sind es nur noch 288 und der Red Zone Bonus 183. Zur Erinnerung, in der Black Zone habe ich 367 Fame pro Bären bekommen. Das bedeutet also, wenn ich Fame farmen will, kann ich das am besten oder am effektivsten in der Black Zone, selbst wenn ich nur in die T3 Gebiete kann, weil ich vielleicht noch von meiner eigenen Gegenstandsstärke, von meiner Item Power nicht so hoch bin, dass ich es schon mit T5, T6, T7 Mobs aufnehmen kann, lohnt es sich trotzdem in der Black Zone Fame zu farmen. Es ist natürlich gefährlicher, aber dafür bekomme ich auch wesentlich mehr Ruhm, also auf Englisch Fame, und es ist natürlich um einiges effizienter. Das ist aber nicht der einzige, ja, etwas versteckte Unterschied zwischen den verschiedenen farbigen Zonen. Nein, die verschiedenen, ja, farbigen Zonen haben auch unterschiedliche maximale Gegenstandsstärken. Wenn ihr mal eure Gegenstandsstärke überprüft, das könnt ihr tun, indem ihr euer Inventar öffnet und dann hier diesen
Reiter oder was das sein soll, mal öffnet, dann seht ihr hier als allerersten Eintrag eure durchschnittliche Gegenstandstärke. Hier bei mir Average Item Power. Ich spiele ja den englischen Client. Wer mein Video zu den Einsteiger-Tipps gesehen hat, der weiß, dass ich das tue, weil es sich viele Übersetzungsfehler eingeschlichen haben. Jetzt habe ich hier, ich bin hier in der roten Zone, Hornbeam Wood, rote Zone, direkt neben einer gelben Zone, U-Wood. Ich habe eine durchschnittliche Item Power von 1205. Ich reite jetzt durch zur gelben Zone und dann werden wir sehen, dass die Item Power dementsprechend etwas geringer geworden ist oder nicht nur etwas, sondern relativ viel geringer geworden ist, nämlich nur noch 881. Das liegt daran, dass verschiedenfarbige Zonen eine sogenannte Soft Cap auf der Item Power haben. In der blauen Zone wird alles über 700 auf um 80% reduziert. Also wenn ich eigentlich 800 hätte, habe ich in der blauen Zone nur noch 720. Und in der gelben Zone wird alles über 800 um 80% reduziert. In den roten Zonen und in der schwarzen Zone wird nichts reduziert. Das stimmt auch nicht ganz, wenn ihr in Hellgates geht oder GVGs macht, da gibt es dann auch nochmal Unterschiede, wie was da reduziert wird. Das wird aber jetzt zu weit gehen in diesem Video. Wenn euch da Details interessieren, kann ich in der Videobeschreibung, werde ich Elsas Spreadsheet aus dem Forum verlinken. Da findet ihr diese ganze Information auch nochmal zum Nachlesen. Der Grund für diese Limitierung ist ja eigentlich ganz einfach der, dass hochstufige Charaktere nicht in die Yellow Zone gehen können, da in Hellgates gehen können und dann einfach die Neulinge, die sich da wahrscheinlich herumtreiben, chancenlos, ja, ich sag mal, niederprügeln können, sondern dass da so eine gewisse Chancengleichheit besteht. Und wenn wir schon mal über Zonen reden, dann möchte ich auch die letzte Zonenart oder zu der letzten Zonenart, die es im Spiel gibt, noch ein paar Worte verlieren, nämlich über die Städte in Albion Online. Die royalen Städte, also die Städte im Außenring, Fort Stirling, Lymhurst und so weiter, die geben nämlich alle diverse Crafting- und Veredelungsboni individueller Art. Wenn ihr hier in Lymhurst beispielsweise Stoff veredelt, bekommt ihr einen Resource Return von 35% oder wenn ihr Schwerter, Bögen herstellt, Arkanstäbe und so weiter, jeweils 15%. Das ist von Stadt zu Stadt tatsächlich unterschiedlich. Wenn wir nach Bridgewatch mal hier runtergehen und dann auch hier diese Informationen öffnet, sind das hier, ist in Bridgewatch Stein, kriegt einen großen Bonus bei der Veredelung und andere Gegenstände beim Craften. Kalion als Besonderheit, wo ist es, hier oben, bekommt keine Boni, ist so ein bisschen der Tatsache geschuldet, dass Kalion eben früher die absolute Hauptstadt des Spiels war. Man wollte eben den Handel zwischen Kalion und den Außenstädten fördern, also die Außenstädte auch entsprechend beleben. Dieser Tatsache ist auch geschuldet, was auf den ersten Blick erstmal unrealistisch erscheint, warum hat denn Bridgewatch als Stadt in der Steppe, wo es gar keinen Stein gibt, den Bonus auf Stein, ist eben auch der Tatsache geschuldet, dass die Entwickler versuchen, den Handel zwischen den Städten ein bisschen zu beleben, sodass findige Spieler auch da ein bisschen Geld verdienen können, wenn sie jetzt meinetwegen von Martlock, was ja die Steinstadt quasi ist, nach Bridgewatch hier runterreiten, um da ihre Steine zu veredeln. Ja, das war erstmal alles, was es so Wissenswertes zu den Zonen zu sagen gibt. Falls ich noch etwas vergessen haben sollte, was gut sein kann, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare. Über konstruktive Kritik freue ich mich natürlich auch in den Kommentaren oder sonstige Kommentare. Ich freue mich auch über Abonnements, Likes und dergleichen. Dieses Video endet jetzt hier. Mir bleibt eigentlich jetzt nichts mehr anderes, als euch einen schönen Tag zu wünschen. Euer Larek.